Was ist die dreisteste Werbelüge des Jahres? Herzlich willkommen zum Fernsehduell der Wahl zum Goldenen Windbeutel 2017. Heute stellen sich die Kandidaten persönlich vor. Guten Tag, ich bin der Kinderkeks von Alete. Ich bezeichne mich als babygerecht. Doch wissen Sie was? Das ist glatt gelogen. Denn ich bestehe zu einem Viertel aus Zucker. Das ist mehr als die Sahnetorte. Wählen Sie mich zur dreistesten Werbelüge des Jahres. Babykram, ich bin der Proteindrink Vanille von Bauer. Ich will mit dem Proteintrend Kohle machen, daher werbe ich mit Protein und einem sportlichen Look. Es weiß ja keiner, dass selbst Hobbysportler kein zusätzliches Protein brauchen. Den überflüssigen Proteinzusatz lasse ich mir teuer bezahlen. Ich koste etwa 50% mehr als herkömmliche Vanillemilch. Amateure, schauen Sie mich erst mal an. Ich bin die Lacroix Ochsenschwanzsuppe von Continental Foods. Ich habe den ultimativen Schwindel erfunden. Eine Ochsenschwanzsuppe ganz ohne Ochsenschwanz. Wenn das mal kein Etikettenschwindel vom Feinsten ist. Werte Fans der urzeitlichen Ernährung, Kellogg's gab mir den Namen Urlegenden Müsli und bewirbt mich mit wertvollem Urkorn. Doch das ist in Wahrheit nur zu 2,5% enthalten. Stattdessen gibt es bei mir Zuckerpalmölaroma und Zusatzstoffe. Mit Ursprünglichkeit hat das wenig zu tun. Das nenne ich mal legendären Werbeschwindel. Moment mal, wenn hier einer den Windbeutel verdient, dann bin ich das. Ich bin das Bezell Omega-3 Pflanzenöl von Unilever und werbe mit einem besonders hohen Omega-3-Gehalt. Dabei enthält stinknormales Rapsöl viel mehr Omega-3 und ist gleichzeitig viel billiger. Ich ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche. Deshalb wählen Sie für den Goldenen Windbeutel 2017 mich. Da täuscht ja einer besser als der andere. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun sind Sie gefragt, wer ist Ihr Favorit? Stimmen Sie jetzt ab für die dreisteste Werbelüge des Jahres auf www.goldener-windbeutel.de.